So, da war. Ja, genau. Perfekte Begrüßung. Willkommen zurück. Och, direkt noch ein Vogel oder was? Na, natürlich. Immer wieder gerne. Aber Tintenfass gönne ich mir dann mal. Und den Brief. Okay. Ah, wie komme ich da nochmal rein? Die. Moment. Irgendwie ging das, das weiß ich. Ach so, M. Ah ja, genau. Habe ich auch eine Map. Merke ich jetzt gerade erst zum ersten Mal. Oh, man merkt wirklich, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ach so. Ha, Vahil. Genau, verstehe. Mist. Ey, der Vogel hat von mir abgewandt. Guten Tag, Herr Vogel. Hehe. Läuft hier jemand rum? Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Wünschte ich auch. Das tut weh. Alter, der ist eingesperrt. Theodor Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer Eastwick, komme ich es nur wäre mit einfacher, Geschick. Wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick, öffne die Tür! Mit Geschick. Hier drin ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihn denn nicht nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nichts. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Ja, der kommt wirklich wie gerufen, was? Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Schnell rein da. Euer Meister hat was zu verbergen. Sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Geheimgang? Ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Ich wäre euch. Ich hätte auf das Bücherregal getippt. Aber das sieht normal aus. Vorsicht mit den Büchern. Die sind wesentlich mehr wert als ihr. Ja, die sind wirklich mehr wert. Ich brauche sie nämlich. Unter dem Boden vielleicht? Sind die locker? Tut mir leid, Officer. Sehe ich etwa aus wie ein Teppichklopfer? Ja. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Damals im Dienst von Lord Von Vernon. Der hatte überall Gucklöcher. Der alte Mistkerl. Gucklöcher? Harte Zeiten. Euer Meister hat sich sehr bemüht, seine Opiumhöhle zu verbergen. Opiumhöhle? Ach, mal geil. Früher oder später kriegen sie die Tür auf. Hä? Tja, zu spät war. Du bleibst schön hier. Tut mir leid, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass ich entdeckt werde von dir. Werdet sowieso nur K.O. geschlagen, also von daher tut euch das ja nicht wirklich weh. Und du, mein Freund, wirst leider nie erfahren, wo der Geheimeingang ist. Sehr schade eigentlich. Sehr, sehr schade eigentlich für dich. Tja, so schnell kann's gehen.
Moment, das hat einen Aufzug. LOL. Wie geil ist das denn? Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Alter, ist da gerade eine Tür zugegangen oder so? Da fuck. Oh, das erklärt nee. Seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Ja. Gebaumelt hätte er so oder so. Da bringst du dich doch nur höchstens selber um. Theodore Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Der muss gar nichts. Also Ruhe. Ah, da hinten sind Pläne. Perfekt. Ach so, hier gibt's auch noch wieder so einen Schalter. Komm. Fast geschafft. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Okay, da war einer. Wo ist denn der zweite dann? Da. LOL. Also sowas hat man wirklich nicht alle Tage. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Ach, da hinten liegt noch was. Zack. Hier liegt auch noch was. Oh. Teleskop. Wo lag das? Ha. Wenn ich jetzt was dabei hätte zum Schießen, würde ich das kaputt machen. Ah. Ich glaube, das hätte ich sogar machen müssen. Ihr wisst, ihr seid da drin, Eastwick. Warte hier. Ich glaube, der Schildmann kommt. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Ha. Wie sieht denn das Gebäude aus? Warte, ich guck mir das mal an. Der Schild. Meister Eastwick! Öffne die Tür! Ah. So. So, so, so. Ich verstehe. Nicht. Nee. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? So. Wahrscheinlich nicht. So. Dann. So. Ah, nice. Alter. Wenn du da einmal runterfällst dabei, dann bist du aber weg. Da kommst du nie wieder raus, ne? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Heilige Scheiße. Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt! Ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Tötet ihn! Ermordet wahrscheinlich sogar. YOLO! Guten Tag! Ab
Was geht? Bitte. Der hat Verfolgungsjagd, ey. Mal sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. What? Alter, das hol ich mir, das Gold, wa? Ey, wenn ich das Gold nicht krieg, dann werde ich aber wütend. Ich möchte da gerne auf die Kiste drauf. Geht doch. Ey, wenn ich das Gold krieg, ey, dann werde ich ja rich. Ey, dann habe ich ja für das ganze Spiel ausgesorgt. Naja, nicht wirklich. Okay. Durch Einsatz von Fokus kannst du Schlösser schneller knacken. Was? Das sagt das Spiel mir jetzt erst? Jetzt erst sagt mir das Spiel das? Oh Mann, ey. Das ist doch ein Scherz. Ja, ich werde reicher. Heilige Scheiße. Alter Vater. Dankeschön. Das wurde aber hart aufgeräumt gerade. Lol, was war das denn jetzt? Warum bin ich... Ne, sag nicht, ich bin in den Abgrund gestürzt. Mann. Was für eine blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Ich fürchte, du hast einen schlechten Einfluss auf mich, besser. Muy grande. Schau rein da. Ich kann den Dampf nicht ablassen. Hä? Eingang ist Eingang. Jetzt muss ich nur noch Bassos Zelle finden. Hey. Genau. Bass. Oh shit, Alter. Alter, das machst du doch nur einmal. Kann man das nicht ausschalten? Ne, hab ich nicht lang. Mach auf! Schloss. Ach komm, mach ich noch schnell.
wirklich. Also da knacken mitbringen. So, was sich aber hinter der Tür befindet, seht ihr erst nächste Folge. Dann haut rein. Macht's gut. Ciao.